Ja, hallo zusammen. Willkommen zurück hier im Sportscard Jungle, im Dschungel der Sportkarten zu einem weiteren, ja, Produkt-Opening. Wir packen wieder Karten aus. Bevor wir loslegen, aber erstmal vielen, vielen Dank für die ganzen Klicks, neuen Abos und netten Kommentare nach meinem, ja, doch etwas verrückten Select XL Opening zum Super Bowl. Wer es noch nicht angeschaut hat, guckt es euch mal an. Bis zum Ende, idealerweise. Es lohnt sich. So wird es wahrscheinlich heute nicht werden, gehe ich mal ganz stark davon aus. Aber ich habe trotzdem was Schönes. Nämlich Hoops. Und zwar Hoops Retail. Zwei Blaster könnt ihr vor mir sehen. Und natürlich gehen wir hier auf die Jagd nach dem, ja, Retail-exklusiven Slam-Insert. Ausgeben müsst ihr aktuell, glaube ich, so zwischen 40 und 50 Euro für einen Blaster. Diese sind von StockX, erkennt man in diesem wunderbaren grünen Verified-Sticker. Und genau, ich denke mal, wir starten am besten, bevor das wieder so ein ähnlich langes Video wird. Ich mache mal die Folie ab, dann gucken wir uns mal an auf der Rückseite, was man alles ziehen kann. Und grundsätzlich, hups, das, ja, weiß nicht, Einsteigerprodukt für die aktuell laufende Saison, was es gibt. Und wurde leider ein bisschen im Vergleich zum, ja, letzten Jahr entschärft. Nicht nur in der Hobbybox, weniger Autogramme und Garantiertes, sondern auch im Retail-Bereich. Ich versuche mal hier ein bisschen ranzuzoomen, dass man mal gucken kann, was man hier alles findet. Nämlich unter anderem kann man ziehen, ja, Base Purple und Anniversary Editions und Blues als Parallels, dazu Base Reds, die Number auf 75 sind. Das Ganze auch als Rookie-Variation. Man könnte theoretisch auch Autogramme ziehen, als Hot Signatures Rookies, Rookie Ink Green, genau. Und man kann auch Memorabilia-Karten ziehen. Hier unten Rise and Shine Memorabilia und auch als Prime-Version nummeriert auf 25. Aber am begehrtesten sind sicherlich die Slam-Inserts, die es auch als Holo-Variante gibt. Ich glaube, die letztjährigen Blaster-Boxen hatten noch eine Autogramm- oder Mem-Karte garantiert. Aktuell ist das eben nicht mehr so der Fall. Ja, was kann man noch rausziehen? Die Ultra-Rares, die Ultra-Raren Anniversary Edition Parallels. Ja, 75-jähriges Jubiläum der NBA. Ansonsten 11 Päckchen A8 Karten. 88 Karten insgesamt. Und ja, wir legen einfach mal los. Machen auf, packen aus und wünschen uns Glück, dass wir ein paar schöne Dinge finden. Ich glaube, wenn ich mich nicht recht täusche, haben wir bei unserem Opening der Hobbybox keinen Wagner-Rookie gezogen. Wir hatten, glaube ich, auch keinen Kate Cunningham-Rookie-Base. Insofern sind das natürlich die Karten, die wir jetzt suchen. Ansonsten, ja, schauen wir einfach mal, was uns das Pack Schönes bescheren wird. Ich habe ein Opening gesehen, da waren irgendwie die ersten drei Karten blasser im Design und auch auf dem Kopf stehend als die anderen. Mal gucken, ob das jetzt irgendwie nur eine Fehlproduktion war. Los geht's mit ganz viel Base. Marco Fultz, ja, Jeremy Grant, DeAndre Jordan. Dann weiter geht die wilde Fahrt mit dem Fokus suchen der Kamera. Ich nehme mal die Packs aus dem Hintergrund raus. Ich glaube, die sind aktuell fokussierter als die Karten als solche. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. So. Clint Capella, Patrick Beverley, Jamal Murray. Ich glaube, die vorletzte Karte müsste ein Insert oder ein Parallel sein. Die letzte Karte ein Rookie. Und wir haben wahrscheinlich Giannis. Ja, mit dem Pure Players Insert. Ich bin gar nicht sicher, ob das auch Retail-exklusiv ist.
kann es aber auch als Holo-Variante geben. Und unser Rookie ist Kessler Edwards, glaube ich. Ja. Also noch nichts wirklich Dramatisches, aber wir starten da gerade erstmal ganz entspannt rein in die Suche und gucken einfach mal, was uns die weiteren Päckchen bescheren werden. Godan mit der Base, ja, Donovan Mitchell, Devonta Graham. Ich meine, das ist insofern hier alles ganz, ganz interessant oder witzig. Ja? Die Spieler, wie hier bei DeMar DeRozan, auch noch in den falschen Trikots abgebildet. Manch einer wurde inzwischen, Trade Deadline ist vorbei, bei der NBA schon wieder weitergetradet, gewaved oder ist gerade vereinslos. Also ja, Panini hängt da einfach extrem hinterher. Und ich glaube, wir haben einen Slam. Und zwar ein Kyrie Irving Slam, ein Hoop Dreams. Ein mega cooles Insert. Ja, Kyrie darf ja inzwischen spielen. Und wir haben David Johnson. Genau, darf inzwischen spielen, aber nicht bei den Heimspielen, weil ich glaube, New York ein Vakzinmandat hat. Also er müsste geimpft sein, aber egal. Anderes Thema, das lassen wir einfach mal hier außen vor. Wir packen mal das Slam ein und freuen uns darüber. Rein aus egoistischer Sicht würde ich mich natürlich über ein Jason Tatum Slam freuen, den es dieses Jahr auch gibt. Ja, Boston an sich, zumindest zu dem Zeitpunkt, wo ich das Video aufnehme, 8 Spiele ungeschlagen. Vielleicht auf dem Weg doch noch als einer der möglichen Contender aus dem Osten in die Playoffs einzuziehen. Jetzt kommt demnächst erstmal All-Star Weekend Break. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt. So, ich habe keine Ahnung, hier wildes Karten drehen, wie viele Slam-Inserts wir ziehen können pro Blaster. Lass uns einfach mal überraschen. Lonnie Walker, der 4. Und wen haben wir hier? Wir haben ein Lights, Camera, Action. James Harden, inzwischen neu 76er-Star. Neuer Spieler in Philly. Ben Simmons dafür in Brooklyn gelandet. Mal gucken, wie das funktioniert. Wäre natürlich allen zu wünschen, dass es funktioniert. Kuminga, cooler Rookie, da freut man sich drüber. Aber ja, wir müssen ja auch nicht hier alles sleeven und wegpacken. Wie gesagt, das Video wird sonst elendig lang. Nur die richtig coolen Highlights oder die begehrten Sachen mal hier aufstellen. Ich glaube, die Redbacks, die gibt es hier zum Beispiel auch nicht als Karten, sondern die gibt es nur zumindest in den Hobbyboxen, glaube ich. Was noch erscheinen wird, ist noch eine Retailbox von Hoops, die glaube ich noch nicht erschienen ist, als auch eine Fat Pack Box oder Fat Packs als solche. Genau, da kann man dann sozusagen auch in den Produkten auf Jagd nach den Slams gehen. Ansonsten haben wir hier ein Skyview mit Bradley Beal. Und wir haben Jaden Springer als unseren Rookie des Päckchens. Ja, gucken. Saison neigt sich ja dem Ende zu. Durchaus spannend. Also einige Teams, mit denen man gerechnet hat, sind natürlich wieder mit dabei. Oben Phoenix im Westen sehr stark. Golden State, Splash Brothers wieder vereint sehr stark. Lakers, ja, nicht so wirklich stark, funktioniert nicht so richtig aktuell im Team mit Westbrook. Haben ja auch viele vorgewarnt oder gefragt, was das eigentlich soll. Ah, schauen wir mal. Ja, ist noch ein weiter Weg trotzdem und durch das, ich glaube, Play-In-Turnier in die Playoffs immer noch die Chance einzuziehen und mit einem nicht ganz guten Rekord. Und man darf die Lakers auch einfach nicht unterschätzen. So, wir haben hier einen Frequent Flyer, nämlich den guten Zach LaVine. Und wir haben Josh Christopher als unseren Rookie. Genau, Basketball produkttechnisch kommt jetzt raus. Wie gesagt, wir haben jetzt Mitte Februar noch in diesem Monat Donruss Elite. Die First of the Line ist schon erschienen.
Da kann ich nur empfehlen, mal das Video vom guten Rickman Rips anzugucken. Der hat doch eine durchaus schmackhafte Box abbekommen. Die reguläre erscheint dann ja ungefähr eine Woche später. Also das Video wird wahrscheinlich an einem Sonntag hier hochgeladen. Also dann dürfte das sozusagen ab diesem Tag ungefähr erhältlich sein, das Produkt. Und Ende des Monats ja noch das klassische Donruss. Und im März soll es ja mit Origins und Contenders weitergehen. So, der gute Kuzma. Und wir haben nochmal ein Lights, Camera, Action. Kevin Durant hier. Und unser Rookie ist Evan Mobley. Sehr schön, das freut man. Das freut einen auch, weil er sicherlich auch zu dem Kreis derer gehört, die aus dieser Draft-Class mit sehr viel Potenzial unterwegs sind. Und vielleicht auch noch in Richtung Rookie of the Year schielen kann. So wie eben Cunningham, Scotty Barnes, aber auch Franz Wagner. Das sind eben alles Spieler, die wirklich gut am Performen sind. Und da freut man sich natürlich, wenn man da die Rookie-Karten zieht. So, Beasley, Montrezl, Rudy Gobert. Und wir haben ein Pink, das eigentlich ein Purple ist. Und zwar ist es der gute Bobby Portis. Und dahinter auf dem Rookie-Spot ist zwar Pistons, aber der falsche, nämlich Luca Garza. Unser, weiß ich nicht, Piston-Troll. Oder wie man ihn auch bezeichnen mag. So. Wir sind auch schon fast mit der ersten Box durch. Noch 4-5 Päckchen mit dem hier, das ich gerade ein bisschen auseinanderrupfe. Und dann können wir mal gucken. Also ja, hups, netter Rip. Nettes Produkt. Für den Einstieg nicht so teuer. Muss sich aber immer auch klar sein, dass man vor allem aus den Retail-Sachen jetzt irgendwie auch nicht die wahnsinnigen Sachen ziehen kann. Aber darum geht es ja nicht immer, sondern eigentlich um den Spaß, an der Freude und auch den Karten, die nicht so viel wert sind. Genau. Oladipo, Miles Bridges und unser... Ist das ein Autogramm? Ich bin irritiert. Nein. Isaiah Jackson. Ein Class of 21. Ich bin irritiert. Danke für den Troll, Panini, dass diese Karte falsch herum drin war. Ha. Wieso auch immer. Und wir haben dann Jeremiah Robinson Earl als unseren Rookie. Okay, also nicht verwirren lassen, wenn die vorletzte Karte auch mal falsch drin ist. Da kann sich auch einfach nur ein Insert dahinter verstecken. Ja, Porzingis ist ja auch nicht mehr in Dallas unterwegs. Theo Maledon, Brown, Thaddeus Young, Bojan, Karl Lowry und ein Blue JT Thor. Ein Blue Parallel JT Thor. Aber not numbered, glaube ich, weil die Number Rerun müsste vorne drauf sein. Und dahinter noch Jalen Suggs. Sehr schön. Auch einer der aus der Rookie Class, die man gerne haben möchte. Gucken wir ganz kurz. Genau, JT Thor ist nicht nummeriert. Also sozusagen das Blue Parallel. Aber nehmen wir gerne mit. Das heißt, nur die, genau, ich habe es auch vorgelesen, nur die Reds sind nummeriert. Und das 75th Anniversary ist sehr hart am Glitzern. Ein sehr cooles Parallel, aber eben, ja, weiß nicht, ob es K-Set-Niveau hat, aber ziemlich short-printed soll es wohl sein. Mal gucken. King James will nicht scharf werden. Wieso auch nicht? So, Wendell Carter. Sadiq Bey. PJ Washington. Es ist nicht ganz so leicht zu erkennen mit meinen Lichtverhältnissen, wer die Spieler am Ende heißen. Bogdan. Deswegen muss ich die Karte manchmal so ein bisschen drehen. Und wir haben nochmal ein Blue. Und zwar Jeff Green. Und wir haben Kay Jones als Rookie des Päckchens. So. Letzte Karte. Erster Blaster. Ist auch dünn. Also auch keine Mem-Karte dabei. Vielleicht auch ein Autogramm. Schauen wir doch mal, was wir hier rausziehen können. Genau. Das übliche Spiel, ja, lasst doch gerne ein Däumchen hier, in Form eines Likes oder ein Abo.
gerne auch einen Kommentar, Feedback, was man besser machen könnte. Ja, darüber würde ich mich sehr freuen. Und mal gucken, was uns das letzte Pack bescheren wird. Kemba, nochmal ein Blue. Sieht aus wie, könnte Kevin Durant sein? Ja, Kevin Durant mit dem Blue Parallel. Und Keon Johnson ist unser Rookie. So, Box Nummer 2. Mal gucken, was du beinhaltest. Schön wäre natürlich noch ein zweites Slam. Ja. Oder auch ein drittes oder ein Slam Holo. Aber mal gucken, was uns die Box bescheren wird. So, Päckchen sind hier. Box ist wieder leer und bin wieder außerhalb des Bildschirms aufgebaut und weiter geht's. Wie gesagt, also Slams sind die Inserts, die man hier eigentlich im Grunde sucht. Ziemlich cooles Produkt, coole Karten. Ja, sozusagen das Ziel. Brook Lopez, wen haben wir hier? Ben Simmons, jetzt ja in Brooklyn. Gucken. Thomas Bryant. Mike Conley. Derek White. Und wir haben wieder ein Lights, Camera, Action. Und zwar von LeBron James. Ja, sehr sweet. Packen wir auch weg. Und wir haben als Rookie Daron Sharp. Bin immer gespannt, wie das mit den Produkten bei Panini dieses Jahr weitergeht. Ich habe eigentlich geplant, dann als nächstes Donruss Elite aufzumachen. Höchstwahrscheinlich dann Donruss. Und wollte mir wahrscheinlich auch von Origins und Contenders eine Hobbybox gönnen, aber ja. Die Frage ist natürlich, wie das alles mit dem Release funktioniert, um die Sachen hier zu rippen. Weil, ja, eigentlich kann kein Release gehalten werden. Alles verzögert sich. Und wir haben das zweite Slam. Und zwar, es ist ein Zion. Ist es nicht. Es ist Charlotte Hornets. Larry Johnson. Ah, ich bin noch dusselig. Sweet, das zweite Slam-Insert und der erste Franz als True Rookie Base. Dann gönnen wir doch einfach mal den beiden noch den Platz hier auf dem Thron und ein Sleeve. Franz Wagner und der gute Larry Johnson. Ah, ich bin mal gespannt, wie es mit Franz weitergeht. Ich meine, mit Orlando eigentlich ein super Team, um sich zu entwickeln. Den Groove zu finden. Ja, freut man sich als europäischer oder deutscher Basketballfan natürlich umso mehr. Vielleicht sehen wir hier den zweiten Dirk. Mal gucken. So, wen haben wir denn hier? Jemanden, der auch schon gar nicht mehr bei Dallas ist. Das sowieso nicht, aber auch nicht bei Boston. George Richardson wurde meines Erachtens nämlich auch getradet, wenn ich mich nicht komplett irre. Jared Allen, Kevin Porter, Jeff Green mit der Base, Brockton, Patrick Williams und ein Skyview Paul George. Und da war ich viel zu schnell. Und wir haben nochmal Mr. Sachs von den Magic. Na, Magic. So. Die nächsten Karten sind am Start. So, was wünschen wir uns eigentlich noch? Vielleicht doch eine Mem oder ein Autogramm. Mal gucken, wir sind ja bescheiden. Stransky, Mr. Dort, Lugenz, Aaron Baines, ein Gedrehe, Derek Rose und ja, Geschiebe, Bledsoe, Hachimura und wir haben ein Blue Kevin Huerter und dahinter ist ein K. Jones Rookie Base von den Hornets. So, und Chris Middleton, Södele und Mr. Embiid, mal MVP-Kandidat vielleicht, mal gucken. Otto Porter oder Frontrunner für den MVP-Slot. Joe Ingles, John DeMurray.
Wir haben Onyeka Okongwu und wir haben wieder ein Blue. Und zwar ist es Kevin Porter Jr. Und dahinter haben wir Keon Johnson von den Clippers. So, nächstes Pack. Wie gesagt, also mal gucken, ob ich die Slam-Inserts komplett sammeln werde dieses Jahr. Ich meine, so teuer sind sie glücklicherweise auch nicht. Und sehen einfach toll aus. So, Halliburton, ja, neuer Pacers-Spieler, Pritchard, Rozier, Scary Terry war das, Brandon Clark, Nikola Jokic und dahinter ein Purple von Jaylen Brown. Nice, für die Boston-Sammlung, gefällt mir. Und dahinter kommt Luca Garza nochmal herangeflogen als ja, Pistons-Troll oder so. Weiter geht's. Wieder mit Fokus, Isaac Okoro, John Wall, Brandon Ingram, Domantas Sabonis, Rory Markkanen, Obi Toppin und wieder ein Arriving Now, wollte ich gerade sagen. Also nicht wieder, es ist ein Arriving Now. Kate Cunningham, nice. Aber wieder auf dem Kopf stehen quasi. Sehr schön. Wobei ich das letztjährige Design cooler finde. Aber ich glaube, den Kate werden wir mal als Nummer 1 Pick auch Nummer 1 sleeven. Und nochmal Robinson Earl am Start. So, letztes Sleeve. Danach müsste ich eine neue Packung holen. Ist aber kein Grund jetzt für die Boxen quasi die mit den Hits sparsamer zu sein. So, wir packen das einfach mal bisschen enger zusammen, ich mit meinen Wurstfingern, mal gucken, ob das alles funktioniert, ohne hier großartig für Randale zu sorgen. Päckchen sind noch 1, 2, 3, 4 übrig, fühlt sich aber keins wirklich dicker an. Ne, ich glaube, wir haben keine Mem-Karte am Start. So, nochmal Fokus auf James Harden, auf den Bart. Sorry Leute, da hat es gerade an der Tür geklingelt, deswegen kurze Unterbrechung. Aber weiter geht's mit Marcus Morris, Senior, Bradley Beal, Jordan Clarkson und einen Pure Players Luka Doncic und Kessler Edwards auf dem Rookie-Spot. So, drei Packs haben wir noch. Schauen wir mal, ob wir noch was Feines ziehen können. Kurz auf den Fokus warten. Na, wo will er denn hin? Wo ist er denn? So, da ist er. Seth Curry, Wiseman, Maxi Kleber, Ayton, DeAndre Hunter, Kelly Oubre Jr. und nochmal ein Lights, Camera, Action, Kawhi, The Fun Guy und als Rookie haben wir David Johnson. Ich glaube, den hatten wir auch schon. Ja, wiederholt sich doch ein bisschen das Ganze. So, vorletztes Pack. Vielleicht nochmal ein Slam in, das wäre nice. Oder so ein 75th Anniversary Parallel. Nur um mal zu zeigen, wie das aussieht. Ganz uneigennützig sind wir ja hier und wollen einfach nur mal gucken. So, TJ Warren und nochmal Skyview, Zach LaVine und Kuminga, die zweite. An ihn kann ich mich erinnern. Ich glaube aus dem ersten oder zweiten Päckchen. So, die letzte Tüte wird angebrochen. Und zwar haben wir Christian Wood, Kelly Olynyk, Kyrie, Lonzo Ball, Mr. Quickly, Luke Kennard und nochmal ein Slam. Kenyon Martin, der Rim Wrecker. Sehr cool. Und Jaden Springer. Nochmal. Ja, insofern
schließen wir doch mal mit einem coolen Insert nochmal ab, nämlich Kenyon Martin mit dem Slam, der gute ja, Rim Wrecker. Ansonsten, was haben wir noch so gepoolt? Wie gesagt, Sleeves sind gerade alle, müsste ich jetzt durch die Gegend laufen, das müssen wir nicht tun. Arriving Now, Kate Cunningham, Franz Wagner mit der Rookie Base und nochmal zwei weitere Slams, nämlich Kyrie und Larry Johnson. Das war's, Leute. Wie gesagt, lasst gerne ein Like da, ein Abo oder einen Kommentar. Und ja, bis dahin, viel Freude weiterhin im Dschungel der Sportkarten.